Digga, und ich dachte mir, 12 Stunden und 45 Minuten soll ich jetzt meditieren? Irgendwann, mir taten die Beine weh, ich konnte nicht mehr sitzen, egal wie, ich konnte nicht mehr sitzen. Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade an einem Strand auf Kauai. Richtig krass, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe hier so einen Local getroffen, der hier seit Jahren schon einfach draußen lebt. Hab das ja vielleicht in meiner Insta-Story schon gesehen. Er hat mir eine Pizza ausgegeben. Wir haben die ganze Zeit geschnackt. Dann habe ich ihn jetzt wieder getroffen. Er hat mich hier mit hingenommen. Wir haben hier gestern zusammen noch so Krabben gefangen, haben die über dem Feuer gemacht, haben noch eine Kokosnuss gefunden. Freunde, richtig geil. We're gonna put the crabs on that, and they're sitting on a clean surface. And there's a lot of heat coming up from that. It's the Aboriginal way of cooking. Aboriginal, yeah? Yes. Yeah, I read a book about it, man. It's awesome. Leaves on top. Now those leaves. It's an amazing cooking technique. So quick. Fire has to breathe. Er ist jetzt schon wieder weitergegangen zu einem anderen Strand, weil er da jetzt noch so ein paar Muscheln sammelt, weil er so ein Künstler ist. Er macht daraus Schmuck und so, richtig geil. Aber darum soll es gar nicht gehen heute. Das Ding ist, ich bin noch so ein bisschen durcheinander, Freunde, weil ich schwör's euch, ich kann hier überhaupt nichts planen. Du kannst nur noch im Moment leben. Es verändert sich die ganze Zeit. Die Unsicherheit hier ist auf höchstem Level. Mein Verstand dreht komplett durch, deswegen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf die Story, die ich euch erzählen möchte. Und zwar, als ich hier auf Kauai angekommen bin, ich bin am Mittwoch angekommen, bin mit dem Bus runtergefahren in die Nähe des Canyons hier, weil es mich gezogen hat aus meinem Inneren. Und ich habe mich an dem Abend ziemlich scheiße gefühlt. Ein paar Sachen, ein paar Gedanken waren in meinem Kopf und das Vertrauen zu mir selbst war in dem Moment nicht mehr so da. Ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil das sonst einfach zu viel wird. Und ich habe mich dann am nächsten Morgen und auch schon an dem Abend entschieden, mich einfach dem Höheren hinzugeben. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt alles los, ich gebe mich einfach nur dem Höheren hin. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, habe so einen Wanderweg gesehen, bin dann hochgelaufen. Zum Glück hat mich ein Local mitgenommen, Freunde, weil ich schwör's euch, ich hätte diesen Weg nicht gepackt. Der Weg hoch war so weit. Er hat mich mit hochgenommen, hat mir sogar noch einen Tipp gegeben, weil ich wusste gar nicht, wo ich hin will. Aber er hat mir dann den Tipp gegeben, bei diesem Wanderweg nicht oben zu bleiben, sondern noch runter zu gehen in den Canyon. Weil er da zum Beispiel immer jagt, also da jagen die Leute. Und dann habe ich das gemacht, Freunde. Ich bin runtergegangen in den Canyon und umso dichter ich dem Canyon gekommen bin, umso mehr Sachen waren irgendwie in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, wenn ich aus diesem Canyon rauskomme, dann bin ich ein neuer Mensch. Und ich hatte das Gefühl, ich finde dort unten wirklich meinen Glauben. Und zusätzlich hat es sich so angefühlt wie, beziehungsweise, und dann kam noch diese Intention von, ey, was ist, wenn ich dort eine Vision Quest mache? Und eine Vision Quest ist eigentlich, so wie ich das zumindest jetzt gerade weiß, du bist eigentlich mit Schamanen unterwegs, auf einer Insel, ihr macht da ein Ritual, also das bedeutet dann, also sagen wir mal, hier ist das Basis Camp, ja? Zwei Leute gehen zusammen zu einem gewissen Punkt und ab diesem Punkt gehen beide 3 Stunden in verschiedene Richtungen. Und jeder ist dann 3 Tage und 3 Nächte für sich alleine. Und man kommt dann jeden Tag zu diesem Punkt, der eine morgens, der eine abends und legt was hin, damit man weiß, dem anderen geht's gut. Also du musst theoretisch 4 Tage in der Wildnis bleiben, ja, dort überleben, fasten, nicht essen, nur trinken. Und ich dachte mir so, Digga, ich habe gar nicht genug Wasser eigentlich mit und ich hatte auch kein Essen mit, weil ich dachte, okay, ich finde da bestimmt Früchte und wenn nicht, faste ich halt. Und wie gesagt, ich hatte nur 3 Liter Wasser dabei. Erstens, wenn du so eine Vision Quest machst, du wirst von der Natur und von all dem, was dir dort begegnet, wirst du gelehrt. Und zweitens, in der 4. Nacht, ich glaube, es war die 4. Nacht, schläfst du nicht, sondern du meditierst und bekommst eine Vision. Du gehst halt auf diese Vision Quest mit einer Intention. Und das ist für viele Menschen so lebensverändernd, was sie dann sehen, was sie dann erfahren. Es gibt viele Menschen, die machen das halt in so einer Midlife-Crisis, ne? Wenn sie gerade nicht mehr weiter wissen. Naja, das kam mir alles in den Kopf, Freunde. Ich bin runtergegangen, unten habe ich so einen kleinen Shelter gefunden. Gönnt euch einfach, was ich dort gefunden habe. Da an so einem Haken hängt einfach hier so eine Pfanne, weil die hier anscheinend ab und zu kochen. Dachte ich so, oha, Digga, wie wild. Und dann dachte ich so, fuck, Bruder, aber ich habe aber kein Feuer. Und da drüben lag was. Und ich habe gedacht, das ist irgendeine Süßigkeit, Digga, ihr kennt mich. Es ist einfach ein eingepacktes Feuerzeug, damit es nicht nass wird.
dann gucke ich nach da oben. Da hängt einfach, klemmt einfach so ein Stück Pappe, trockene Pappe, weil es hier die ganze Zeit regnet. Junge, das Universum fucking liebt mich. Unglaublich. Alles gefunden, was ich brauche. Junge, was geht ab, Alter? Hä? Digga, ich fühle mich wie in so einem Videospiel. Du findest so das Item, dann das, dann das. Und jetzt geht die Quest los. Okay, Leute. Ihr habt ja gesehen, ich bin unten in dem Canyon angekommen und ich habe einfach mal alles gefunden, was ich bräuchte, um zum Beispiel Wasser abzukochen, um zum Beispiel länger zu bleiben. Und ich habe mich aber an dem Punkt, auch wenn dann irgendwie schon so gefühlt klar war, ey Digga, ich kann hier eine Vision Quest machen, war ich aber noch nicht, ich wusste nicht, ob ich das jetzt wirklich machen will. Wisst ihr, es war, ich habe mich noch nicht dafür entschieden. Ich habe mir voll viele Notizen gemacht, weil das Ding ist, die Zeit im Canyon war irgendwie todesverwirrend. Am Anfang, den ersten Tag, kam einfach sehr, sehr viele Gefühle hoch. Gerade wenn ich so alleine in der Natur bin, ich merke das, da kommt so viel Unsicherheit hoch. In dem Moment vermisse ich irgendwie meinen Vater, ich vermisse diese Sicherheit in meinem Leben und meine Mom habe ich dann am nächsten Tag vermisst und deswegen kam sehr, sehr viel Shit durch, mit dem ich mich erstmal auseinandergesetzt habe. Und am zweiten Tag habe ich dann Bananen gefunden, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, nicht diesen Impuls, sie zu essen, weißt du, weil ich halt immer noch in diesem, vielleicht mache ich eine Vision Quest, zusätzlich hat mir das Fasten irgendwie gerade gut getan, das Fasten fiel mir voll leicht, deswegen dachte ich, nein, ich esse sie jetzt nicht, obwohl ich sie gefunden habe. Ich bin dann eigentlich die ganze Zeit im Canyon todesviel gewandert, den zweiten und dritten, genau. Am zweiten Tag habe ich mich übrigens am Ende dann oder Mitte des zweiten Tages auch noch dafür entschieden, dass ich die Vision Quest mache, dass ich sie durchziehe. Als ich zum Beispiel so geweint habe am ersten Tag, habe ich mich während des Weins so gefragt, wer bin ich? Ich will einfach nur wissen, wer ich bin. Und eine Stunde danach oder so habe ich dann die Wim Hof Atmung gemacht und ich habe so ein Bild in meinen Kopf bekommen von meiner Schamanin. Sie hat so ein Bild, wie so ein Schamane da steht und die Felsen anbetet und da sind seine Krafttiere und so. Und ich habe dieses Bild bekommen. Ich hab geweint, weil ich diese Verbindung dazu so sehr gefühlt habe. Und generell war es im Canyon so, Freunde, all meine Gedanken, all die ganzen Sachen, wo ich dachte, ich muss mich mit Tantra beschäftigen, mit dem, das ist alles in den Hintergrund getreten. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, war Schamanismus. Das Einzige, was da war, war die Verbindung zu Mutter Natur, die Verbindung zum Höheren. Mehr nicht. Der ganz andere Scheiß. Ich dachte, ich muss Trauma-Healing machen, ich muss mich mit Sexualität beschäftigen, ich muss innere Kindarbeit machen, Schattenarbeit. Alles war weg, das war einfach nicht mehr wichtig. Das war das, wo mein Innerstes mich hingezogen hat. Und mir sind so viele Dinge klar geworden, aber auch durch das Fasten habe ich das Gefühl gehabt, ich bin aber auch irgendwie, also du kriegst zwar Energie durchs Fasten, aber ich bin so viel gelaufen jeden Tag. Am dritten Tag bin ich irgendwie 6 Stunden oder so gewandert, habe mir da alles angeguckt, ich habe die ganze Zeit so ein Camp gesucht und habe dann irgendwann noch gecheckt, dass ich schon die ganze Zeit gefunden habe. Das war halt abgesperrt und so. Naja, ich bin super viel gewandert. Ich habe die Verbundenheit zu den Höhlen und zu dem Canyon richtig doll gefühlt dort, diese Wände und diese Höhlen, das hat bei mir was ausgelöst. Jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, hätte ich weinen können. Es war so tief in mir und ich habe in dem Moment einfach das gefühlt, was ich einfach bin. Ich habe in dem Canyon nur einmal, als ich runtergegangen bin, auf diesem Weg, einmal ein Pärchen getroffen, in dem Canyon gar nicht, 6 Tage lang nicht, außer einmal, da ist so eine Gruppe Jäger an mir vorbeigegangen, aber das sind einfach random people, die einen Jagdschein haben, also ich war die ganze Zeit allein dort. Auch da, wie krass mich das Höhere dahin geleitet hat, ne? Und es wollte einfach, dass ich eine Vision Quest mache, deswegen hat es mir alles gegeben. Es ist so krass. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin todes auf der Suche nach Antworten. Ich wollte weiter, ich weiß nicht, ich hatte so eine innere Unruhe in mir, wisst ihr? Ich will die ganze Zeit irgendwo ankommen, ich will mich gefunden haben, ich will schon da sein, wo ich vielleicht erst in 10 Jahren bin, ich habe keine Ahnung. Ich war so sehr auf dieser Suche nach Antworten, wer bin ich, warum bin ich hier? Und es ist viel, viel klarer geworden. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl, ich will immer weiter, ich will noch mehr und ich will noch mehr wissen und irgendwie, ich will das noch mehr greifen können und bin dann auch den vierten Tag, als ich dann hier abends die Vision Quest gemacht habe, Leute, ich war so tot vom Fasten und von dem wenig Wasser, weil ich habe nur 2 Liter abkochen können, weil das mit der Bratpfanne und so alles nicht so geklappt hat, ich bin kein Experte, obwohl mein Opa geistig echt dabei war, mir zu helfen, das Feuer zu machen, das war so schön, ich habe seine Präsenz so gefühlt, ich war so müde, dass ich dann tagsüber gepennt habe und es war eigentlich ziemlich crazy. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es waren richtig schöne Momente, wo ich diese Verbundenheit gespürt habe. Ich war generell diese 4 Tage so viel in Gedanken. Das war irgendwie krass. Ich konnte gar nicht abschalten und trotzdem kamen Sachen durch und ja, irgendwie eine verrückte Zeit. Aber Freunde, ich habe euch ein kleines Highlight zusammengeschnitten. Macht euch einfach selber ein Bild und danach erzähle ich noch ein bisschen zur Vision Quest, die ich dann danach gemacht habe. Viel Spaß bei dem Highlight.
Okay, Freunde, ihr habt jetzt das kleine Highlight gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich war nicht so in Videomood. Deswegen habe ich das nicht mit der Kamera aufgenommen. Ich habe echt gar keinen Bock. Ich war so auf mich konzentriert und ich war so in Gedanken. Und trotzdem sind diese Impulse ab und zu gekommen, Video aufzunehmen. Da habe ich es schnell mit meinem Handy gemacht. Ich bin froh, dass ich es überhaupt gemacht habe, weil ich hatte echt keinen Bock. Ich habe in der Vision Night, also in der Nacht, wo ich die Vision bekommen sollte, das, was ich aus meinem Kopf noch wusste, was man macht, ist, ich habe mir einen Steinkreis gebaut. Ich habe Paulo Santo, so ein Holz, so ein heiliges Holz angezündet. Und dann habe ich mich von Sonnenuntergang da reingesetzt. 18:30 und die Sonne ging auf um 7. Ich habe meinen Wecker gestellt, falls ich einpenne, 12 Stunden und 45 Minuten. Digga, und ich dachte mir, 12 Stunden und 45 Minuten soll ich jetzt meditieren? Und Freunde, ich saß, ich glaube, 1,5-2 Stunden saß ich, habe meditiert, habe geatmet. Irgendwann, mir taten die Beine weh, ich konnte nicht mehr sitzen, egal wie, ich konnte nicht mehr sitzen. Dann habe ich mich in diesen Steinkreis reingelegt, mit dem Kopf auf die Steine, Füße auf die Steine. Dann bin ich eingepennt, bin aufgewacht, habe mich wieder hingesetzt, habe versucht, den Schmerz wegzuatmen, habe mich andersrum hingelegt. Das war eigentlich die ganze Zeit nur ein Hinlegen, wieder aufwachen, meditieren, wieder hinlegen, die ganze Zeit. Und ich weiß, dass man das wahrscheinlich nicht so machen sollte, aber es ging, ich konnte nichts anderes machen. Und ich habe die ganze Zeit trotzdem Bilder gesehen und das Präsenteste, was ich gesehen habe, war wieder das Bild von meiner Schamanin. Ich habe die Verbundenheit gespürt, ich habe durchbekommen, ich weiß nicht, ob das da war oder beim nächsten Tag, aber so, ich habe mich gefragt, bin ich jetzt ein neuer Mensch, bin ich jetzt auf dem Weg des Schamanen, was ist los? Und es war so dieses, der Samen in dir ist aufgegangen, aber wenn ein Same aufgeht und sprießt, was passiert dann? Er wächst. Eine Blume fängt langsam an zu wachsen, aber das braucht Zeit, das braucht Wasser, das braucht Nährstoff, das braucht Boden. Und ich habe ein paar Dinge gesehen oder eine Sache, wo ich mich so im Kopf viel mit beschäftigt habe, die Gift für diese Sache ist. Das hat mir das ganz klar gezeigt, das bringt mich von diesem Weg ab und es war so, okay, alles klar, ich habe die Sachen verstanden und ja, es war eine super lange Nacht. Ich hab zum Glück viel geschlafen, was man ja eigentlich nicht sollte, aber es ging aber nicht anders. Ich glaube, dass es mir im Nachhinein viel mehr gegeben hat, als ich überhaupt verstehen kann, wisst ihr? Und es war eine krasse Erfahrung und ich habe dann am nächsten Tag das Fasten gebrochen, habe die Bananen gegessen und wollte dann eigentlich direkt hoch, weil ich hatte echt zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr in dem Canyon zu sein. Aber direkt um 7, als die Sonne aufging und ich die Bananen esse, fängt es an zu regnen. Das heißt, ich habe mich dann doch entschieden, weil es sich wirklich nicht gut angefühlt hat, hochzugehen, da zu bleiben. Ich habe Regenwasser aufgefangen, ich habe Netflix geguckt und habe einfach in, keine Ahnung, einer Stunde oder so einfach 2 Liter Wasser gesammelt. So richtig easy, wovor ich vorher 7 Stunden gebraucht habe mit Wasser abkochen, wisst ihr? War richtig entspannt und der Rückweg, Freunde, war auch noch richtig wild. Aber danach gleich mehr, nach ein paar abschließenden Worten aus dem Canyon. So, Freunde, das war's jetzt, das Ende vom Abenteuer. Das ist jetzt der 6. Tag, überkrass. Ihr seht ja, hier sind nur solche Wege. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich habe jetzt gerade richtig Bock, bei irgendjemandem zu chillen, Digga. Irgendwie 2-3 Tage über Couchsurfing oder so, wo ich das Video schneiden kann, wo ich das Video hochladen kann. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Schauen wir mal, was abgeht, Freunde. Das war eine heftige Zeit. Ich meine, guckt euch das hier an. Es war so heftig herausfordernd und das Fasten hat mich derbe geschlaucht. Deswegen habe ich da auch nicht so viel aufgenommen. Aber ja, Freunde, das war eine wichtige Erfahrung für mich. Bank wurde auch schon versiegelt. Naruto war auch schon hier. Und die Pfanne wird natürlich wieder. Ich bin unendlich dankbar, was das Universum hier geschenkt hat. Richtig geil. Richtig schön. Danke. Guck mal, was ich gerade sehe. Da oben sind sogar noch so Snacks und so. Ich denke, ich könnte mir hier sogar noch einen Snack ziehen, aber eigentlich will ich nicht so einen ungesunden Shit. Was ist denn das? Rice Crackers and Peanuts. Oh, Digga, das klingt geil. Oh, und hier ist immer die fette Spinne, Digga. Oh mein Gott, Digga, die Spinne hat mich richtig gefickt. Was ist das hier? Nudeln? Digga, guck dich das an. Die haben mir einfach Essen da gelassen für mich. Heftig. Ich glaube, ich nehme nur das mit. Ganz okay, aber auch schon wieder Zucker drin. Was für ein Leben, Alter. Okay, Freunde, ja, der Rückweg war richtig wild. Der war todesanstrengend. Ich habe so hart geschwitzt. Mein Rucksack war so schwer. Ich musste echt beim nächsten Mal irgendwas anders packen. Das war unnormal, Freunde. Ich war richtig fertig. Als ich oben angekommen bin, habe ich eine kurze Pause gemacht und Banane gesnackt. Habe dann noch kurz überlegt, ob ich mir eine andere Hose anziehe, weil ich wollte ja hitchhiken, also per Anhalter fahren. Ich wollte nicht so abgefuckt aussehen, aber dachte mir halt, scheiß drauf. Dann komme ich, keine Ahnung, 200 Meter weiter, sehe so einen Deutschen, wie er so was in sein Handy sagt, auf Deutsch. Und ich so, oha, die Deutschen sind ja überall. Wir kommen ins Gespräch, richtig kollekte Leute. Ich frage, ey Jungs, könnt ihr, weil die wollten in die gleiche Richtung wie ich. Eigentlich wollte ich runter, aber mich hat es intuitiv woanders hingeleitet. Ich habe einfach vertraut
obwohl ich keinen Bock hatte, dahin zu fahren, weil ich dachte, ich will runter, ich will in den Café, ich will chillen, bin ich mit denen gefahren. Auf einmal sind wir einfach auf so einen Hike gegangen. Freunde, ich werde euch gleich ein paar Videos und ein paar Fotos einblenden. Der Hike war richtig, richtig heftig. Wie gesagt, Freunde, die waren super korrekt. Sie haben mich dann abends noch mitgenommen, eine Stunde zu ihrem Campingplatz. Wir haben da gechillt, wir haben abends noch ein Bierchen getrunken. Sie haben mich auf Essen eingeladen, sie haben mir Essen gegeben. So heftig korrekte Leute. Es war so ein schöner Abend. Und das ist alles nur passiert, weil ich mich habe leiten lassen. Ich habe nichts mehr geplant. Mein Verstand hat genau das Gegenteil gesagt von dem, was ich gemacht habe, Freunde. Und es war, das ist das Leben gerade hier. Es ist todesscary. Es ist, du kannst nichts planen. Du musst dich jeden Tag, ich muss mich jeden Tag wieder hingeben. Ich kann nicht mal planen, was ich gleich mache. Und ich bin in meinem Kopf schon die nächsten 3 Tage, wisst ihr? Für mich ist das gerade eine übertrieben heftige Challenge. Auch hier die ganze Zeit in der Natur zu sein. Ich bin seit, keine Ahnung, 10 Tagen, schlafe ich draußen. Ich treffe die richtigen Leute. Ich meine, der Typ, er schläft seit 16 Jahren draußen. Oder seit 11 Jahren schläft er draußen. Aber es kommt gerade alles genauso, wie es sein soll. Aber es ist eine übel die Challenge. Ich muss mich gerade wirklich dem Höheren hingeben. Und vertrauen. Ich verstehe nicht mehr, warum ich die Dinge mache. Es fühlt sich an, als wenn wir ein Puzzle haben. Und dieses eine Puzzleteil passt nicht zu dem anderen. Und das sieht auch ganz anders aus. Und das macht keinen Sinn. Aber am Ende wird dieses Puzzle so heftig aussehen. Ich weiß das. Aber jetzt macht das einfach noch gar keinen Sinn, Freunde. Naja, ich will euch nicht zu lange volllabern, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was ich heute mache. Ich will das Video unbedingt noch hochladen, weil er hat mir richtig... Ich habe diesen Wanderweg, den er mir empfohlen hat, an der Napali Coast schon gehört. Man musste eigentlich so ein Permit haben. Eigentlich ist alles ausverkauft. Ich versuche mich da rein zu sneaken, weil da gibt es am Ende so einen richtig geilen Strand, wo man auch ein paar Tage leben könnte. Ich werde mal schauen, Freunde. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich werde gleich noch mal ein bisschen meditieren, die Wim Hof Atmung machen oder so, weil ich einfach merke, im Moment ist so viel los in mir. Aber das ist die Zeit gerade, Freunde, das ist wichtig. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Liebe Grüße nach Deutschland. Haut gerne raus, wie ihr das Video fandet, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.